Nur noch an der alten Schlachthofuhr steht die Zeit still. Drinnen im alten Schlachthof ist alles neu. 1901 wurde das Gebäude im preußischen Industriestil errichtet. 90 Jahre lang war hier reger Schlachtbetrieb, dann lange Zeit nichts. Und jetzt zieht neues Leben ein. Ja, absolut. Das ist für uns ein besonderer Tag. Der Countdown läuft. Am 4.9. ist die Eröffnung. Und das Projekt, ja, ist über 20 Jahre alt. Zu Beginn der 90er Jahre fanden hier ja erste Testveranstaltungen statt unter sehr widrigen Umständen, sodass wir uns jetzt sehr auf das Eröffnungswochenende und auf das Eröffnungsprogramm, also im Herbst 2015, freuen. Unter hervorragenden Bedingungen dann dem Publikum hochwertige Kultur bieten zu können. 51 Jahre lang war die Stadt Olpen auf der Suche nach einem eigenen Kulturzentrum. Jetzt wurde es der alte Schlachthof, eine Tatsache, die nicht unumstritten ist. Ich denke, über allen Entscheidungen in der Politik gibt es Befürworter und Gegner. Hier war einmal ein altes Gebäude zu restaurieren, was sicherlich einiges mehr kostet, als ein komplett neues Gebäude zu bauen. Als Befürworter kann man doch eindeutig sagen, dass man hier, wie ich ja eben schon sagte, ein ganzes Viertel restauriert hat, einen Mehrwert für die Bevölkerung und dieses Viertel hier am Roten Bergplatz ist. Rund 8 Millionen Euro flossen in die Restaurierung des Komplexes. Seit März betreibt die Kulturvereinigung Schodosnik Synergia das Zentrum. Überaus glücklich zeigt sich die Truppe rund um René Jansen. Immer wieder betonen sie, der Umbau ist gelungen und für sämtliche Veranstaltungsformen offen. Angefangen von Ausstellungen. Ja, dieser Raum bietet große Wände, wo Kunst oder sonstige Exponate ausgestellt werden können. In diesem Raum können, egal wo, Bühnen aufgebaut werden, sodass Bühnenkunst möglich wird. Ob Klassik, Konzerte, Weltmusik, Jazz, Kindermusik, Rockmusik, Kabarett kann natürlich dargeboten werden, Theater, Tanz, Partys. Also eigentlich sind der Nutzung keine Grenzen gesetzt. Rund 600 Gäste fasst der größte Saal im alten Schlachthof. Hinzu kommen 4 weitere Säle sowie 2 Foyers. Ausgewählte Details erinnern an die alte Schlachthofgeschichte. Ab September gibt es hier auf mehr als 2500 Quadratmetern Kultur in all ihren Formen. Vor allen Dingen die große Ausstellung gestern war heute, die die Geschichte des alten Schlachthofs thematisiert und diese Geschichte und Entwicklung der Entwicklung Olpens gegenüberstellt. Diese Ausstellung kann kostenlos besucht werden ab dem 5. September und bis zum 15. November. Das heißt, die Bevölkerung ist wirklich eingeladen, den alten Schlachthof, die Innenräume, das Innenleben des Schlachthofes zeitgleich mit dem Begehen der Ausstellung zu entdecken, zu erleben. Es folgen rund 30 weitere Programm-Highlights bis Dezember. So beispielsweise ein Konzert der flämischen Independent-Rockband Intergalactic Lovers am 11. September. Gelassen geht René Jansen die Herausforderung an, die erst der Anfang einer neuen Zeitrechnung für Olpens Kulturszene ist.